Hey, wir sind auf der Jagd nach einem seltenen Volk, das heißt arbeitende Menschen im Wald. Und ich habe schon gewisse Exemplare davon geortet, mehr oder weniger, also nach dem Klang her. Eines ist in der Richtung irgendwie, da wuselt's rum und das andere nähert sich mir aus der Richtung. Wir werden mal versuchen, die irgendwie zu entdecken, schleichen uns näher ran an diese vom Aussterben bedrohte Spezies. Da hinten, hinter den Büschen, seht ihr es, es wackelt. Da ist einer von denen. Er ist etwas ruhiger und langsamer, so von dem Werkeln her. Da hinten ist eher Hardcore gemäht. So, wir nähern uns, riskieren einen Blick. Aha, da hinten, seht ihr es? Da, man erkennt sie an diesem Helm, den sie tragen. So, wir verstecken uns, weil sie mögen es nicht so sehr, gestört zu werden in ihrer Tätigkeit. Das würde sie durcheinander bringen. Wir werden sehen, wie sie sich nachher beim Rudeltreffen zum gemeinsamen Essen verhalten werden. Bis dann, Freunde. Ciao. Psst, okay. Also das Ritual des Frühstücks-Zusammensitzens hat begonnen. Da, wir riskieren einen Blick. Sie hocken schon im Treffpunkt. Treffpunkt des Geschehens, da drin in diesem Bus, und feiern die Mittagspause. Wir nähern uns jetzt heimlich durch den Wald. Wollen sie nicht verschrecken, sonst, also Waldarbeiter sind sehr schreckhaft, deshalb wir schleichen uns durch den Busch, durch das Gestrüpp, arbeiten uns vorsichtig auf die Meute zu. Oh, das kann laut werden hier drin, aber wir schaffen es schon. Ich glaube, sie haben uns entdeckt. Das heißt, ganz natürlich und normal verhalten, ruhig annähern und vernünftige Gespräche führen. Da sind sie. Hallo? Hallo Sultan, schalt aus und schaff was. Darf ich mich zu euch setzen, Thomas? Ja. Ja? Ah, nett. Aber mach dein Foto aus. Ja, okay, ich mach aus. Ihr merkt, sie sind sehr schreckhaft. Ich muss ausmachen.